Hallo und herzlich willkommen, du guckst schon so, zu einem erneuten Stream in der Body Kitchen, heute in einer neuen Formation. Der Julian und ich sind hier. Auf jeden Fall, genau, sprechen wir heute über das Performance Catering. Julian koordiniert das Ganze und wird uns da heute mal ein bisschen was drüber erzählen. Und nebenbei kochen wir natürlich. Wir kochen heute eine creamy Cauliflower Soup, also eine cremige Blumenkohlsuppe. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, zum Performance Catering für E-Sports Teams in Deutschland. Also wir haben Ende 2019 damit gestartet. Und haben dann direkt ein ganz großes Team dazu geholt. Als ältestes Team dabei ist SK Gaming, der älteste deutsche E-Sports-Verein. Mhm. Dann haben wir noch Fnatic, Mad Lions aus Madrid, aus Spanien, Eintracht Spandau. Und das sind, glaube ich, also wir haben drei der Top 5 besten Teams in Europa. War das schon vorm Catering so, oder? Weil ich meine, es geht ja um Performance-Steigerung. Ja, stell mal vor, das Catering ist jetzt der Boost. Ja, es gibt tatsächlich viel Feedback, dass das eben auch die Performance steigert. Es ist natürlich so, dass auch die Leute zumindest auch kopftechnisch natürlich sehr viel leisten müssen. Es hat natürlich in erster Linie was mit Konzentration und Leistungsabruf zu tun. Und das kann man mit Essen natürlich positiv beeinflussen. Es ist auch gar nicht so unkörperlich, weil du einfach eine extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeit brauchst. Also du musst ja wirklich, was ja spannend ist, ist, dass die SpielerInnen da so jung sind, weil, also zwischen, was weiß ich, Anfang 18 bis Mitte 20, ja, weil du ab Mitte 20 schon zu alt bist, weil du nicht mehr schnell genug reagieren kannst. Das heißt nicht umsonst Performance Catering, soll natürlich die Performance der AthletInnen steigern. Es ist durchaus ein richtiger Sport. Wir bauen meistens mindestens 30-40% der Body Kitchen Gerichte, also die es auch online gibt, ein. Die Cini Minis von Body Kitchen sind auf jeden Fall sehr beliebt. Und herzhaft? Chickpea, Feta, Hack, Pfanne. Mhm. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay. Ich würde gerne auf Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder Nährstoffe eingehen, die eine optimale Zufuhr gewährleisten. Satt machen tun viele Nährstoffgruppen, zum Beispiel gesunde Fette. Und die sind nämlich wichtig für die Gehirnfunktion. Dann wichtiger Punkt sind, dass man natürlich bestenfalls komplexe Kohlenhydrate auch anstelle von einfachem Zucker zu sich nimmt, weil einfacher Zucker und einfache Kohlenhydrate den Blutzucker natürlich schnell anheben, aber auch genauso schnell wieder sinken lassen. Dann letzte Gruppe, die nicht außer Acht gelassen werden sollte, sind Eiweiße, die Proteine. Die sind nämlich auch für unseren Körper unverzichtbar und übernehmen auch im Gehirn wichtige Aufgaben. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, würde ich euch unseren Body Kitchen Online-Kurs sehr ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel auch den Body Kitchen Teller. Da sind diese Lebensmittelgruppen quasi auf einem Teller grafisch angeordnet, damit man sehen kann, wie viel Prozent von welchen Gruppen man zu sich nehmen muss, um quasi in einem Gericht alle Nährstoffe perfekt vereint zu haben. So, das dir schmeckt. Ja, vielen Dank. Das wird wohl klappen. Ist heiß. Angenehm. Mama Mia. Oh, es ist sehr lecker gewürzt. Es ist sehr lecker, sehr leicht, sehr wohltuend. Und wenn man will, kann man ja noch was reindippen, ne? Richtig. Im Brot. Wir hoffen natürlich, ihr seid durch Zugucken auch auf den Geschmack gekommen. Und kocht mal das ein oder andere Süppchen, Pasta-Gericht, was auch immer nach. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche Mittwoch, wenn es gut läuft. Ciao, ciao. Ciao.